FCA Klassik Club Jahresausklang in der Fankneipe der WWK Arena. Über 130 Mitglieder sind gekommen. Ein Wiedersehen mit großer Freude. Der Klassik Club, ein ganz wichtiger Teil der FCA-Familie. Ein ganz besonderer Club, würde ich sagen. Das sind alle Personen ab 60 Jahren. Und man merkt einfach, wenn man da ins Gespräch kommt, wie lange diese Personen schon im Verein sind, was diese Personen mit dem Verein verbinden. Das macht ganz viel Spaß, da ist ganz viel Leidenschaft, glaube ich, hinter. Und für uns eine ganz wichtige Mitgliedergruppe. Und deshalb freuen wir uns, wenn wir denen auch mal was zurückgeben können. Ja. Natürlich ist heute Abend ein besonderes Programm geboten. Los geht's mit der FCA-Mentaltrainerin Tanja Wörle. Als ehemalige Fußballerin weiß sie am allerbesten, wie man Sportler coacht, motiviert und unterstützt. Für die Zuschauer spannende Einblicke in die Fußballwelt. Wie beurteilt sie denn die FCA-Profimannschaft? Ist natürlich schon einfach eine Mannschaft, die sehr viel Herzblut reinlegt, die mit einer sehr hohen Intensität und schon auch Freude auf dem Platz agiert. Also das würde ich schon so sagen. Und die eigentlich immer versucht, alles zu geben. Und ich glaube schon nochmal, was jetzt so besonders war in den letzten Wochen, es auch geschafft hat, so wieder das Feuer auf die Ränge überspringen zu lassen, die Zuschauer, die Fans zu begeistern, da auch wieder mehr ins Stadion zu locken, weil man glaube einfach merkt, dass da schon eine enorme Gier in der Mannschaft ist und einfach eine riesen Lust zu zeigen, dass da noch mehr möglich ist, als es bisher war. Doch was wäre ein Vereinsabend ohne einen Profispieler als Gast? Julian Baumgartlinger besucht den Klassikclub und gibt in einer Talkrunde interessante Einblicke in seine Fußballkarriere und sein Privatleben. Seit August ist der Österreicher beim FCA und glücklich mit seiner Entscheidung. Ich fühle mich sehr wohl. Also wir haben eine sehr, sehr angenehme und homogene Kabine mit einer sehr bunt gemischten Struktur an Alter, an auch sagen wir Charakteren. Aber ich glaube, dass es halt immer die Basis nur ist, um auch Leistung bringen zu können. Und das haben wir schon oft gezeigt am Platz, aber wir haben jetzt noch eine Rückrunde, in der wir es noch öfter zeigen müssen. Und die Basis stimmt aber auf jeden Fall. Veranstaltungen und Treffen mit Mitgliedern und Fans, so wie heute, findet er ganz besonders wichtig. Das ist unsere Basis. Also ich denke, der Fußball ohne die Fans in allen Altersstrukturen wird es den Fußball auf dem Niveau nicht geben. Beziehungsweise würde er ganz anders und viel trauriger und trister ausschauen, weil diese Fans beleben den Verein auch rundherum, beleben die Stadien, beleben das Ehrenamt rundherum. Und ich glaube, das sollten wir auch als Spieler anerkennen und auch früh damit in Berührung kommen, damit da auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl entstehen kann. Und die Klassikclub-Mitglieder, die genießen den geselligen Abend in der Fankneipe sehr. Dass der Verein halt einfach an uns denkt, außerhalb der Saison. Weil wir haben jetzt seit 3 Wochen kein Fußballspiel mehr in Augsburg. Und es ist halt umso schöner, dass man sich dann in so einem Kreis treffen kann, wo man Freunde und Bekannte trifft, die auch Clubmitglieder sind. Und das ist einfach schön, dass der Verein sowas organisiert. Das ist Zusammenhalt. Und das, für das stehen wir, für diese FCA-Familie. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich mit Fußballverrückten im positiven Sinn gemeint, mal zusammensetzen kann, vor dem Spiel sich unterhalten kann. Ich finde einfach der ganze Zusammenhalt von der FCA-Familie, dass der einfach auch zeigt, dass etwas Anerkennung kommt und wir uns wohlfühlen. Das ist ein Wohlfühlfaktor für uns. Also ich war jetzt bei vielen Veranstaltungen vom Klassikclub dabei, beim Radfahren haben sie mich gesehen, beim anderen, beim Stammtisch. Es ist halt einfach nett, wenn man vor dem Spiel mal ein paar andere Leute trifft mit gleichen Interessen und mit denen reden kann. Zu guter Letzt ein echtes Programm-Highlight, die Weihnachtstombola. Mit tollen Preisen, zum Beispiel Tickets für Heimspiele, FCA-T-Shirts, Trikots, Weihnachtspullis und vieles mehr. Die Auslosung, ein Riesenspaß für alle. Ein super Ausklang des Abends, des Jahres. Der FCA und sein Klassikclub. Eine richtig tolle, launige Gruppe.